Hallo, Freunde des Lichtes, ich spreche dich persönlich an. Bist du ein Freund des Lichtes, der Liebe? Na klar bist du das, was sollst du sonst sein? Wenn du dich im Schatten befindest, in deiner Angst, wenn du dich nicht wirklich mehr wahrnehmen kannst, weil einfach zu viel durch deinen Kopf geht, dass du zu viele Dinge versuchst in deinem Innern umzuwälzen, einzuordnen, dann bist du auf dem falschen Dampfer. Das ist nicht das, was dich wirklich in deine Kraft führt, in dein Zentrum führt, auch in dein Licht führt. Wenn du jetzt vielleicht Angst hast, das Licht aufzudrehen, dein Bewusstsein zu öffnen für deine Liebe, für dein Verständnis, für alles, was jetzt gerade geschieht, brauchst du ein bestimmtes Bewusstsein, eine Aufmerksamkeit, die vielleicht jetzt im Augenblick nicht so da ist, weil irgendwas in dir durchdreht, weil irgendetwas sagt, es ist zu viel. Jetzt kannst du einmal, also es gibt jetzt verschiedene Wege. Du kannst jetzt einmal das Ganze dissoziieren, dich das auch ignorieren, vielleicht auch überspielen. Du kannst das Ganze abwägen, du kannst mit deinem Verstand daran gehen, du kannst logische Dinge dir einreden, ja, das ändert nichts in deinem Innern. Das ändert nichts. Du kannst vielleicht auch so tun, als ob das alles quer im Arsch vorbeigeht. Vielleicht gehst du in Hysterie, vielleicht gehst du in Panik, vielleicht musst du dich ständig aufpushen und musst dir irgendwelche Geschichten erzählen, damit du dich überhaupt noch fühlst. Auch das ändert nichts an deiner Liebe. Es ändert nichts. Wenn du das bei dir beobachtest. Vielleicht hast du auch Angst vor neuen Stories. Vielleicht denkst du mit Angst an die nächsten Wochen und Monate. Das ändert nichts an deiner Liebe, an deiner Wahrnehmung dessen, was wirklich geschieht gerade. Wenn du dich nach innen begibst, wird dir vielleicht eine gewisse Unruhe entgegenkommen, eine gewisse Sorge. Du kannst jetzt schon während des Videos dich mehr mit deinem Atem verbinden. Komm einfach runter, auch jetzt während ich spreche. Fühl mehr in deinem Brustraum, in deinen Bauchbrustraum. Fühl mehr in deine Herzgegend. Hey, diese ganzen Sachen sind gerade unglaublich wichtig. Du bist wie in einem Art Training gerade. Etwas zu trainieren, dass du nicht wieder auf Geschichten hineinfällst, hereinfällst, wo du vielleicht schon in der Kindheit dich von deinem Bewusstsein gelernt hast, abzusteilen. Dich nicht vollkommen auf das zu verlassen, was du wahrnimmst. Jetzt zum Beispiel in diesem Moment, du nimmst irgendwas wahr, bewusst oder unbewusst, etwas möchte jetzt gerade in dich hineinkommen. Es ist Bewusstsein. Es ist das Bewusstsein aus meinem Herzen, was ich dir gerade mitteile. Ich bin gerade 100% sicher, dass alles, was gerade geschieht in der Welt, in deinem Leben, einen ganz tiefen Sinn hat. Und es ist der Sinn, dich herauszuholen aus Lügen, aus Dingen, aus Täuschungen, wo du dich irgendwann einmal angezweifelt hast, wo du irgendwann mal geglaubt hast, du bist nichts wert. Das, was du geben willst, das, was du wirklich aus deinem Herzen in die Welt geben willst, ist nichts wert, es taugt nichts. Du hast das irgendwann bewertet, du hast irgendwann das Licht, du hast das Licht, dein Licht beiseite geschoben und bist zu etwas geworden, was du nicht bist. Eine Lüge, ein Sklave deiner Angst, einer Täuschung. Und irgendwann glaubst du das, dass das so ist, dass du das nicht mehr ändern kannst. Du glaubst das, dass du jetzt gerade unwichtig bist, dass du ja nichts ändern kannst. Was erzeugt das? Ohnmachtsgefühle. Du befürchtest dann was, du produzierst irgendeinen Müll, irgendwelche Dinge, die nichts mit deiner Realität zu tun haben. Was andere Menschen erschaffen, was andere Menschen glauben, welche Glaubensüberzeugungen sie in sich tragen und was sie jetzt bestätigt bekommen, das
hat dich nicht zu interessieren. Das darfst du gerne ignorieren. Du darfst dafür Mitgefühl haben. Du darfst dich da zum Teil einlassen, indem du einfach zuhörst und dir innerlich vielleicht sogar denkst, das sind interessante Ansichten. Interessante Ansichten. Das ist etwas, was du beobachten kannst, was du wahrnehmen kannst, aber gleichzeitig trainierst du, dich selbst wahrzunehmen, in dir zu sein, dir selbst zu vertrauen. Und aus dieser Schwingung, das ist eine Schwingung, du bist der Energie, du bist Vibration, deine Gedanken, deine Gefühle, deine Emotionen, die Gespräche, die du führst, die Videos, das, was du aus dem Fernsehen aufnimmst, all das ist Schwingung, all das erzeugt in dir ein gewisses Schwingungsfeld, ein Resonanzfeld. Da war der Fels gerade drin. Kannst du immer noch Fels sein? Willst du der Fels in der Brandung sein bei den all den ganzen Dingen, die gerade abgehen? Wäre das nicht schön, wenn du jetzt dein Licht aufdrehst und wenn du jetzt dem vertraust, was dein Herz dir sagt und nicht das, was vielleicht andere Menschen dir erzählen? Es ist wichtig, ja, Informationen aufzunehmen, damit du so für dich gucken kannst, worauf möchte ich mich hier einlassen? Was möchte ich wirklich hineinlassen? Und wo steckt Angst dahinter? Wo ist eine gewisse Manipulation, die dich wegführt von dir? Und stell dir mal vor, und das ist jetzt nochmal ganz wichtig, verbinde dich doch nochmal mit diesem Teil in dir, mit diesem kleinen Kind in dir, wo du irgendwann vielleicht zwischen deinen Eltern, zwischen Verwandten, zwischen Lehrern, Vorgesetzten, zwischen Menschen gestanden bist und hast etwas wahrgenommen. Du hast etwas gefühlt und hast dich vielleicht mitgeteilt. Und meinst du, das ist immer so auf so einen Herzensacker gefallen, auf so einen Boden, auf Bewusstsein, wo Menschen liebevoll in ihrer Präsenz dir begegnet sind? Selbst wenn sie es versucht haben, du wirst irgendwann entschieden haben, mit dir stimmt was nicht. Irgendwas stimmt mit dir nicht. Du hast irgendwann versucht, anderen Menschen etwas recht zu machen. Warum? Du wolltest nett sein. Du wolltest liebevoll sein. Du wolltest freundlich sein. Haben wir das nicht alle gelernt? Und was hast du dabei verloren? Deine Authentizität, dein wahres Selbst, deine Schöpferkraft, dass du erschaffst. Du hast ja damals auch erschaffen. Du hast dir deine Eltern gewählt. Du hast Situationen. Das zieht sich ja durch wie ein roter Faden. Aber dein Leben hat einen übergeordneten Sinn. Und diesen Sinn darfst du jetzt erfahren. Was in der Vergangenheit war, das liegt in der Vergangenheit. Jetzt ist die Frage, möchtest du das Bewusstsein wieder in dir aktivieren, dass du bist, dass du erkennst, du bist diese Ich-Bin-Gegenwart, die alles sieht und wahrnimmt und ist mit nichts in der Form identifiziert als mit einem liebenden Bewusstsein, dass alles, was gerade stattfindet, darf da sein und du hast die Möglichkeit, dich ganz in dich selbst hineinfallen zu lassen, in dein Selbst, in dein höheres Selbst, in dein göttliches Selbst. Das ist möglich. Klingt das verrückt für dich? Klingt das zu abgefahren? Was sollst du sonst sein? Irgendein Gehirn, was nachplappert, was programmiert ist, was vollkommen unbewusst durch die Welt läuft, was irgendwann stirbt, was dahin schimmelt, vergammelt und irgendwann nicht mehr existiert? Alles, was du erschaffst, alles, was dort auch draußen gerade stattfindet, hast du mehr oder weniger mit beeinflusst durch dein Sein. Die Frage ist, was möchtest du jetzt in dein Leben ziehen? Was möchtest du jetzt kreieren? Was möchtest du jetzt erschaffen durch dein Bewusstsein? Ist das Angst oder ist das eine Riesenchance, dich voll und ganz in deine Liebe hineinzugeben und aus dem heraus zu gucken, was will ich denn? Was die anderen wollen, kann dir wurscht sein. Was willst du denn? Willst du jetzt in den Garten gehen? Willst du jetzt ein Licht anzünden? Möchtest du jetzt einen Duft verbreiten, dass man spürt, du bist ein göttliches Wesen, du hast göttlichen Ursprungs. Du bist göttlichen Ursprung. Ja, du bist auch Mensch. Ja, du hast auch einen logischen Verstand. Aber darüber hinaus bist du in dieses Leben hineingetreten, um Liebe zu sein. Liebe zu geben und Liebe zu empfangen. Dein Herz sehnt sich danach, sich zu verströmen, zu geben. Und
Du musst jetzt aufpassen. Das ist jetzt dein Job. Was legt sich da immer wieder drüber? Welche Wahrnehmung von anderen Menschen? Welche Informationen legen sich immer wieder darüber, dass du dich runterziehst, dass du dich schlecht fühlst, dass du wieder dich vielleicht mit irgendwelchen Dingen ablenkst, anstatt jetzt offen zu sein und damit auch den Teil in der Vergangenheit wieder in das Hier und Jetzt zu holen, der damals irgendwann gesagt hat, mit mir stimmt was nicht. Ich bin krank, ich bin verrückt, das kann doch nicht wahr sein. Du hast als Kind irgendwann dicht gemacht, zugemacht. Warum? Weil du dazugehören wolltest. Du wolltest ein Teil sein, du wolltest Liebe haben. Du hast irgendwann dich von einem Bewusstsein getrennt, aus Angst, vielleicht vollkommen allein zu sein. Aus Angst, dich vielleicht sogar zu entscheiden, ich gehe jetzt hier raus. Ich muss hier raus. Ich darf hier nicht mehr sein. Ich kann hier nicht existieren. Wie viele Menschen haben Dinge in der Vergangenheit erlebt, wo die Seele regelrecht missbraucht wurde? Sie ist aber nicht gestorben, sie ist da. Das war alles, wie es war. Die Frage ist, möchtest du dich wieder daran anschließen, dass du ein Recht hast, hier zu sein, auf dieser Erde, dass dein Leben einen tiefen Sinn hat und dazu braucht es Mut, deiner Wahrheit zu vertrauen, dir nicht mehr irgendeinen Scheiß reinzuziehen, anderen Leuten zuzuhören, die dir ihre Geschichte verkaufen wollen, weil sie selbst nicht in sich sicher sind. Du kannst diesen Menschen ein Licht schenken. Du kannst sie segnen. Einfach nur dadurch, dass du dir selbst vertraust und deinen Weg gehst. Und das braucht Mut. Das braucht dieses Vertrauen in dich selbst, dass du mehr bist als das, was dir dein Verstand erzählt, als das, was du immer permanent über irgendwelche Dinge in dich hinein konsumierst. Wie wäre es, du nutzt jetzt die Zeit, in die Stille zu gehen und all die Dinge, die jetzt nochmal sich melden, aufzulösen, sie zu heilen, sie bewusst zu machen. Ich unterstütze dich da gerne dran, zu 100%. Ich zeige dir auch gerne, wenn du es brauchst, deine Hölle auf. Dinge und Anteile, die du verdrängst, die du nicht wahrhaben willst, die dir vielleicht Angst machen. Ich verspreche dir, es gibt nichts, wovor du dich wirklich fürchten müsstest. Es sei denn, du verdrängst es, du schiebst es weg. Das ist das, was du jetzt vielleicht im Außen erlebst, wo du in Resonanz gehst mit Dingen, die dir vielleicht einen Horrorfilm vorspielen. Glaub nicht an den Quatsch. Glaub an dich selbst, vertraue deinem Herzen und sei bereit, dir deine Dinge jetzt anzuschauen. Und warte keinen Tag, tue es jetzt. Jetzt ist die richtige Zeit. Es ist deine Zeit, wenn du es willst. In diesem Sinne, tief durchatmen, nimm es auf, lass es wirken. Es ist ein Feuer. Es ist ein Feuer in deinem Herzen. In deinem Herzen brennt ein Licht. Und dort kannst du all diese Dinge verbrennen, nur mach sie vorher bewusst und nimm Hilfe an. Du darfst das. Du bist nicht allein. Das ist die Wahrheit. Hör mal auf dein Herz. Wenn dein Herz anfängt zu klopfen und es wird immer mehr Freude, dann hat die Angst nicht mehr diese Kontrolle und diese Macht. Denn du selbst bist wieder Herr im Haus. Alles Liebe für dich. Dein